Mit Matrosen und Leinwänden in Segelform präsentierte sich Bremen beim Festakt ganz hanseatisch. 1500 Gäste waren in die Bremen Arena gekommen, um die deutsche Einheit zu feiern, die vor 20 Jahren kaum möglich schien. Und nun ist das viel schneller gekommen, als ich je gehofft hatte. Und wir sind sozusagen die, an denen das ausprobiert wird. Wir sind in Europa angekommen mit dem wiedervereinigten Deutschland. Und das ist ein ganz großer Glücksfall. Der größte, an dem ich in meinem Leben teilgenommen habe. Unter den Gästen waren neben Politikern auch 500 Bürger, die sich ehrenamtlich für die deutsche Einheit engagiert hatten. Sachsen hatte 15 Bürger zum Treffen mit Bundespräsident Christian Wulff geschickt, die mit Städtepartnerschaften zwischen sächsischen Gemeinden und Städten im Westen das Zusammenwachsen Deutschlands gestärkt hatten. Es ist ein emotional sehr geladener Tag, der mich natürlich tief bewegt, den Präsidenten persönlich treffen zu dürfen. Und zum anderen ist es für mich nach 20 Jahren eine ganz besondere Ehre, hier sein zu können, mit einer Schar von Vertretern aus dem Freistaat Sachsen, dem Präsidenten die Ehre zu erweisen, andererseits auch geehrt zu werden von dem Präsidenten, ist für mich eine ganz besondere Ehre. Im Europahafen kämpft inzwischen eine andere Delegation um die Ehre. Sachsens Drachenbootmannschaft misst sich mit den anderen Bundesländern. Dort starten zum Beispiel das Saarland. Bei uns im Team sind Weltmeister, sind World Games Teilnehmer, ehemalige Weltmeister. Also total bunt durcheinander gewürfelt und Leistungsträger, die schon Leistung gebracht haben. Deshalb denken wir, dass wir hier relativ gute Chancen haben, vorne mitzufahren. 2 Minuten dauert ein Rennen und dann ist klar. Sachsen hat den 2. Platz beim Rennen der Bundesländer gemacht. Herzlichen Glückwunsch zum 2. Platz an Sachsen. Auf der Ländermeile feiern die sächsische Bürgerdelegation und der stellvertretende Ministerpräsident Sven Morlock inzwischen bei sächsischem Wein, sächsischer Eierschecke und Musik von Cometo den Tag der deutschen Einheit und das Treffen beim Bundespräsidenten. Wir selber haben ihm die Ehre, die uns zuteil wurde, kundgetan. Und umgekehrt kam, denke ich, die gleiche Botschaft auch vom Präsidenten an die Bürger. Und das ist eine besondere Situation, nach 20 Jahren in dieser Gemeinschaft diese Ehre zu erfahren.